Ja, jetzt muss ich mir den Weg nochmal nach oben bahnen, aber gut. Wieso bin ich eigentlich mit ihr unterwegs? Jawohl, ja. Wenn ich gleich in die Halle komme, brauche ich das wahrscheinlich. Ich versuche gleich mal direkt mit Lunatic, das ist ja unsere neueste. Genau. Hier wollte ich hin. Es sind 7 auf jeden Fall. Es sind 7. Ich versuche jetzt mal mit Lunatic. Und. Ach so. Sie macht ja die falschen Zauber. Ah, das ist natürlich blöd. Na, gucken wir mal. Ich fange jetzt mit Steffi an. Na, komm her, Steffi. So. Und wir machen jetzt Lunatic. Morphingas. Vollmondnacht. Das geht nicht. Auch nicht. Das geht alles nicht. Ich kann echt keinen machen. Ne? Das Dämon hier? Auch nicht? Kann ich hier gar keinen machen? Ah, das ist natürlich scheiße, ne? Ich versuche jetzt alle da einmal durch. Sieht nicht danach aus. Ja, da hatte ich gerade. Tja, das ist natürlich doof, ne? Versuche ich es nochmal mit Nancy, ob die hier was machen kann. Das ist nur für uns, das will ich ja nicht. Ja, sie kann ja alle. Scheiße ist das. Und sie hier? Laser Inferno? Geht nicht. Das Schild. Fuck! Es tut mir leid, Leute. Ich muss wieder einen kurzen Blick in die Probierlösung werfen. So, dip. Auch wenn es ein bisschen lame ist, aber das Spiel gibt eigentlich wirklich Hinweise. So, da weiß auch diesmal wieder, was nicht da sein wird, sondern nach Toskania gereist ist. Sparen wir uns den Weg zu. Fliege von der Wüste aus nach Süden. Bist du links vor dir das große Bergmassiv erreichst, halte dich von dort aus südwestlich und lande vor der Festung, die zu Teilen im Meer ins Meer ragt. Drinnen findest du Viktor. Okay. Mhm. Aber wenn sie das sagen, ne? Gut, dann kann ich von hier kann ich nicht die Truhe benutzen, ne? Ich glaube nicht, dass sie hier drin funktioniert. Nein. Kann ich das Tau benutzen? Ja. Okay, also dieses große Bergmassiv und da ist eine Festung, die halb ins Meer ragt. Woher soll man das denn alles wissen, ganz ehrlich? Also, ja, weiß ich nicht. Wenn man da hundertprozentig drinsteckt in der Story, kann man das vielleicht so ein bisschen erahnen. Ich nicht. Okay. Wir sind doch bei dem großen Bergmassiv, ne? Also, irgendwo ist hier wohl eine Festung, die ins Wasser ragt. Hier? Das ist ja nur ein Wasserfall. Moment. Oder ist das damit gemeint? Kann ich da landen? Ne, da kann ich nicht landen. Fliegt das nochmal ab. Großes Bergmassiv. Festung, die ins Wasser hineinragt. Dann fliege ich nochmal weiter. Vielleicht kommt ja noch ein weiteres Bergmassiv. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht. Süden. Hier ist auch nochmal. Das ist ja auch kein. Also überall, wo jetzt Bergmassiv ist, gucke ich mal, ob irgendwie eine Festung ins Wasser ragt. Hier vielleicht noch. Auch nicht. Ich brauche eigentlich nur den Rand abfliegen, ob da irgendwie sowas kommt. Hm. Oder meint ihr das hier? Das ist ja kein Berg, oder? Eigentlich ist das Schnee, kein Berg. Ja, das sieht auch nicht danach aus, als wäre da irgendwas. Hm. Ah. Das hier? Was ist das überhaupt? War ich ja schon mal. Mal gucken, was das ist. Bin ich denn hier? Jetzt sag ich, das ist es. Wo bin ich hier, verdammte Kacke? Also hier war ich noch nicht, glaube ich, oder? Ich glaube, hier war ich noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt richtig ist. Gucken doch mal rein, oder? Kann ich gar nicht. Doch, ich bin jetzt einfach komplett rumgelatscht und damit komme ich jetzt nicht mehr rein. Ist hier noch was? Okay.
Ja, vielleicht bin ich hier sogar richtig, aber von der Beschreibung her passt das nicht so wirklich. Wir gehen da mal rein. Ich nehme mal wieder Alex, bitte. Also wie gesagt, ihr dürft mir gerne Tipps schreiben. Ne? Es ist auch ein bisschen schade, wenn ich immer nur mit der Komplettlösung arbeite, aber ich habe sonst keine wirkliche Idee. Wir müssen wieder raus. Irgendwas drückt uns weg. Okay. Dann bin ich hier wohl noch nicht richtig. Und das ist vielleicht irgendwie erst später oder so. Also, das große Bergmassiv und südwestlich. Ich will also südwestlich von dem großen Bergmassiv ist wohl eine Festung. Ich gehe nochmal zu dem großen Bergmassiv, wenn ich es finde. Das müsste jetzt hier irgendwo kommen. Hoffe ich. Oder auch nicht. Das ist diese komische Eisinsel. Das ist nicht das Bergmassiv. Wo ist das Bergmassiv? Ich find's nicht mehr. Ah, das ist die komische Weihnachtsinsel. Hier ist nur. Da ist das Bergmassiv. So. So Süd. Was, wie war das jetzt nochmal? Ganz kurz. Ich muss nochmal lesen. So. Fliege von der Wüste aus nach Süden bis zu dem großen Bergmassiv bereist. Halte dich von dort aus südwestlich und lande vor der Festung. Immer mehr südwestlich. Wo ist südwestlich? So, und dann soll ich. Und dann vor der Festung landen, die zum Teil ins Wasser. Also, es ist doch nicht. Nee. Vielleicht war das auch nicht das große Bergmassiv. Ich muss nochmal auf die Karte gucken, ne? Da kommt sie doch gleich wieder. Da kommt das große Bergmassiv. So. Südwestlich von hier, das ist doch diese Richtung. Und dann vor der Festung landen, die zum Teil ins Wasser hineinragt. Ich sehe hier nichts. Was sind das für Beschreibungen, ganz ehrlich? Ich suche jetzt gleich einfach irgendwo eine Festung, die ins Wasser reinragt. Wisst ihr das? Gucken wir uns hier mal um. Das ist ja eine Insel. Es ist, glaube ich, keine Insel. Einfach mal die ganzen Landstriche abfliegen. Eine Festung, die zum Teil ins Wasser hereinragt. Die hier? Nee, das ist ja gar keine Festung. Oder? Ist das was? Nee, da kann man auch nicht landen. Die hier vielleicht? Möglich. Wo sind wir denn hier? Oh! Sieht nicht so verkehrt aus. Dies ist die Festung Fantastica. Ja. Wahrscheinlich ist das richtig. Oder? Ich weiß es nicht. Es ist. Ach, den habe ich lange nicht mehr gesehen. Herr Alex, du hier? Ich habe dich kaum erkannt. Was ist hier los? Nun, ein Spion des Imperiums ist im Schloss. Der König ist in Gefahr. Mhm. Ja. Wo ist dieser Spion? Wo ist dieser Spion? Wo ist meine Spionkamera? Ich gehe erstmal die kleinen Seitengänge, bevor ich jetzt ins große Hauptschloss gehe. Wo ist dieser Spion? Ihr seid alle sehr gesprächig, muss ich sagen. Das Buch sieht fast so aus, als könnte man es mitnehmen. Okay, bin ich jetzt vielleicht tatsächlich wieder aus Versehen den richtigen Weg gegangen? Hier ist niemand, den man ansprechen kann. Wo ist dieser Spion? Lass mich raten. Wo ist dieser Spion? Wo ist dieser Spion? Okay. Da geht's auch hoch. Ich gehe mal die kleine Tür durch. Ist hier noch was? Nee. Vielleicht gibt's da noch immer eine kleine Schatztruhe, die wir mit dem. Ist das ein Kamin? Aber da kann man nicht durchgehen. Ich hätte gedacht, das wäre vielleicht ein Geheimgang. Gut, dann gehen wir mal die große Tür. So, was haben wir denn hier Schönes?
Aha, sieht richtig aus. Jo, da ist der König. Wer seid ihr? Wachen, hier sind die Spione. Ja, toll. Nein, das ist ein... Klappe. Hinfort mit ihnen. Es kommt Viktor. Hinfort? Halt, das ist nicht der König. Was? Das ist nicht der König? Wie? Mist, als König hätte ich dieses Reich ohne Probleme zerstören können. Aber na gut. Es geht auch anders. Ach, und wie? Was ab? Du wirst für mich den König beseitigen. Glaube ich nicht. Es kommt ein Bosskampf. Okay. Ich sehe noch nichts. Kann ich den König mit dem Nocturne angreifen? Ach, der ist das. Okay, mal gucken, was passiert. Und? Das hat nichts gebracht. Dann nehmen wir hier den Morphingas oder Vollmondnacht. Drauf da. Ich hoffe, dass der richtig ist, der Lunatic. Komm. Ja, Lunatic ist gut. Wieso ist Alex eigentlich bewusstlos? Steffi ist auch bewusstlos. Oh, wow, was war das denn gerade? Halt, das war der falsche. Oder? Doch, ist richtig. Der zieht ja richtig gut ab. Ich glaube, wir machen auch mal eine Klinge mit dem, wenn das geht. Ach, das... sie kann nicht mehr zaubern. Warte mal. Auf Nancy, bitte. So, dann kannst du bitte mal wieder einen Zauber ausführen. Darf sie nicht. Nancy darf nicht zaubern. Cool. Wo ist der Gegner? Eure Majestät aufwachen. Ach, der ist schon weg? Wo bin ich? Was ist geschehen? Das war der ganze Kampf? Ja. Gut gemacht, Eure Majestät. Der Mana-Ritter hat den Spion besiegt. Wie konnte das nur geschehen? Ohne dich wären wir verloren gewesen. Du bist wirklich ein Held. Darf ich dir das geben? Schwertorb. Ohohoho. Geil. Geil. Der König sagt das bestimmt nicht. Ja, nu? Du hast viel gelernt in der letzten Zeit. Doch die größte Prüfung steht dir noch bevor. Das Imperium schlägt zurück und scheint kurz davor zu sein, die Mana-Festung zu reaktivieren. Ich werde versuchen, es aufzuhalten. Besuche jetzt den Seher Luna. Ah, er wird dich wahren Mut lehren. Okay, der war ja in Destiny, ja, Dings da, Bums da. Glaube ich, oder? Ja, bei dem Berg. Viktor hat die Mana-Kräfte studiert. Das hat er wohl. Okay. Aber hier gab es dann noch einen weiteren Weg, ne? Ich gehe mal zurück. Da war ja noch eine andere Tür, glaube ich. Wieder direkt. Ach, guck mal, hier sind auch aber ganz viele Bewohner hier. Wir dürfen nicht zulassen, dass das Imperium diese Festung einnimmt. Nicht? Aigude? Wie? Aigude? Ja. Darf ich mal hier lang? Danke. Wieso hat sie eine Zipfelmütze mit zwei Zipfeln auf dem Kopf? Das ist irgendwie irritierend. Hey Leute, guckt mal. Hier ist der Mana-Ritter. Ja, jetzt bin ich berühmt, ne? Vielleicht da... Oh, da ist ja ein Händler. Moment. Moment. Kann ich auch da durchgehen? Hier? Da kann ich nicht lang. Scheiße. Hier? Aha, guck mal hier. Das ist ja ein interessanter Weg. Okay. Vielleicht ist das ein Hinweis gewesen. Vielleicht gibt es hier was Geiles. Die nehmen wir mal. Okay. Die wollte ich doch gar nicht. Ich wollte die Walnuss kaufen. Oh. Granitpanzer. Ja, super. Oh, Idiot. Ich wollte den kaufen. Ja, es ist zu spät. Ja, jetzt kann ich die...
Ja, so, jetzt kann ich das natürlich nicht mehr kaufen, das andere Ding. Egal, lassen wir es jetzt. Nein. Das war jetzt doof von mir, ja, ich weiß. Ich will nichts kaufen, nein. Geh weg. Ja. Ich gehe jetzt hier lang. Da lang. Da lang, da lang. Das ist echt interessant. Okay. Irgendwie habe ich den Weg gefunden. So, hier wollte ich aber gar nicht lange eigentlich. So. Ich habe keine Ahnung, was wir hier eigentlich alles machen, ne? Ach so. Bin ich wieder rausgegangen? Ich bin jetzt gerade irritiert. Das war doch gar nicht der Hauptweg, wo ich reingekommen bin. Na egal. Ach so, hier bin ich jetzt. Ich wollte gerade sagen, hier muss doch jetzt auch noch die Haupttür sein. Da wollte ich eigentlich hin. Das geht gar nicht. Diese Festung ist wie eine kleine Stadt. Dann ist wie eine kleine Stadt. Aha, hier geht's auch noch weiter. Hallo, Oma. Sag mal, kenne ich dich nicht vorher? Hast du trotzdem den Mark für mich? Ja. Oh, das sieht schon fast nach Waffenkammer aus. Lass mich da mal durch. Victor ist der tapferste Ritter von Tasnica. Nur sein Freund Arion war ihm ebenbürtig. Ja, gehst du bitte mal da raus? Ich möchte in die Tür rein. Danke. Was haben wir hier? Eine Schatztruhe bitte? Was will der Imperator bloß von uns? Geh da weg. Hier ist bestimmt eine Schatztruhe. Oder wofür ist dieser Weg? Muss doch einen Grund haben hier. Hier ist doch nichts, nichts. Ja, toll. Bin einmal im Pudding gelaufen. Ja, okay. Kann ich das Wundertau nehmen hier? Ich suche das Wundertau. Nein, darf ich nicht nehmen. Gut. Okay. Na, ja, hier bin ich auch falsch. Jetzt bin ich da wieder ganz zurück. Jetzt bin ich wieder ganz zurück. Ja. Achso, hier war ich auch schon. Das ist ja auch Blödsinn. Ich krieg die Krise. So. Und wieder hoch. Da lang. Genau, und wieder weg. Ja gut, also wir sollen jetzt wieder nach Destinia, wo Luna ist, in diesem... Ich kann auch direkt zu diesem... zu dieser Höhle fliegen, glaube ich. Und dann einfach nur... Ja, den Berg muss ich wohl doch mal wieder hochkraxeln, das ist wohl wahr. Aber das ist immer noch besser als nichts. Achso, hier muss ich ja den Trommeltyp benutzen. Der Trommeltyp. Auch Drache genannt. Geil. Ah, schön, Alex. Du weißt dich auszudrücken. So, wo Destinier. Das ist jetzt da wieder bei dem Bergmassiv, das ich erst wieder finden muss. Da so. Gut. Ja. Da bin ich schon mal richtig. Nicht der, sondern der andere. Da. Da muss ich hin. Beziehungsweise. Kann ich auch direkt auf die Bergspitze? Hier ist es nicht. Ja, kann ich nicht so wirklich. Ich habe ein Schwertorb erhalten, fällt mir gerade ein. Dann kann ich mal eben kurz hier zu Bertie. Da ist er doch, meine ich. Wo der überall gleichzeitig ist, ne? Das ist unglaublich. So, Schwertorb, bitte. Natürlich geil, wenn das jetzt wieder richtig stark ist. Mal gucken, bringt mir das vielleicht ist wieder ein bisschen mehr, das Schwert. Nee, es ist immer noch schwächer. Ach Mensch, vielleicht habe ich auch irgendwo zwischendurch mal ein Schwertorb übersehen. Das kann natürlich auch sein, dass ich das hier... Weil irgendwer hatte mir auch gesagt, dass es schon so gedacht ist, dass der Protagonist eigentlich das Schwert tragen soll oder kriegen soll. Das Problem ist nur, dass es einfach nicht meine stärkste Waffe ist mit Alex. Und deswegen nehme ich doch lieber die Lanze, ne? Au, bin betäubt. Ach, steh auf, Mensch. Sieh zu. Lass ich mich von so einer blöden Pflanze betäuben. Ich glaub's nicht. Ah, wieder. Ja, läuft, ne? Zumindest nimmt das keinen Schaden.
Und die anderen machen die Arbeit für mich hier. Wieder auf mich, natürlich. Ja, natürlich auf mich. Ich brauche gleich sowieso die Steffi, fällt mir gerade ein. Warte mal, gib mir mal die Steffi. Weil ich muss ja gleich wieder meine Peitsche benutzen. Jetzt werde ich natürlich verzaubert. Es ist doch. Ja, immerhin seid ihr ordentlich am Kämpfen. Es kommen wieder Donnerwespen. Nee, die heißen ja anders. Satanswespen. Wie heißen sie jetzt hier? Satanswespen, glaube ich, ne? Die Napalwespe. Die Namen sind alle auch so ein bisschen nebensächlich, ne? Ich meine, die haben nicht wirklich irgendwie Charakter oder so, finde ich. So, Wächter. Ach ja, die Gülleküken. Diese Namen. Immer schön drauf. Okay, weg damit. So, jetzt geht es nämlich los gleich mit den Peitschdingern. Und heppa. Sehr schön. Traumtulpe. Ich habe dich eigentlich ganz schön getroffen. Ich will nicht, dass du deinen blöden Zauber ausführst. Du lebst nur? Gott sei Dank. Und rüber. Sehr schön. Hier bist du normalerweise Raffi. Raffi Raffzahn. Der aber gerade nicht da ist. Wow, das geht nochmal gut. Ja, sehr geil. Das wollte ich zwar nicht. Sehr gut. Das sind zwei gewesen. Na komm. Alles töten. Nancy, du hängst jetzt nicht bitte im Berg fest, ne? Bitte nicht. Bitte nicht. Oh, bitte nicht. Und ich komme nicht weiter hoch, weil Nancy im Berg festhängt. Oh nein. Ich sag nicht, ich muss das Spiel neu starten. Kann ich bitte Nancy steuern? Ich kann Nancy nicht steuern. Sie hängt wirklich im Berg fest. Nein, das ist jetzt nicht wahr. Komm, ich will hier nur raus. Ich komme nicht weg. Okay. Ja, ich hoffe, dass ich die Trommel benutzen kann, weil ansonsten muss ich das Spiel neu starten. Ja, es nützt nichts. Ich muss das leider nochmal machen. Weil ich da festhing. Kann ich nicht einfach direkt hier landen? Geht das? Ah, nicht ganz. Also nochmal, es tut mir leid, aber das lag jetzt wirklich am Spiel. Da könnt ihr euch beim Spiel bedanken. So, ich versuche es auch einigermaßen schnell hinzukriegen. Nicht, ach. Ich bin wieder betäubt. Natürlich bin ich betäubt. Was denn sonst? Wach auf. Du musst das Gülleküken töten. Oder auch nicht. Kommt ihr bitte mit? Na, immerhin noch ein Level up, ne? So. So, bitte durch. Dankeschön. Hervorragend. Einmal drauf. Nein. Ja. Ja, und auf einmal stirbt das Ding. Wow. Es dauert immer so ewig, bis man da mal wieder aus der Ohnmacht aufwacht. So.
Nancy hängt da unten schon wieder fest. Ich glaub's nicht. Kommst du bitte mit? Dass die alle immer sich gegenseitig im Weg stehen, ne? So, rüber. Mal wieder. Ich glaube, das ist auch ein Bug, dass Raffi da ab und zu steht und mal nicht steht. Ich glaube, das soll eigentlich schon so sein, dass er da immer steht. Nein. Natürlich. Gut, Nancy hängt eh wieder fest. Nap. Verrecke. So. Und hoch. Hier, guck, jetzt ist er wieder da. Das muss doch ein Bug sein. Und jetzt bitte nicht im Felsen festhängen. Direkt nach unten gehen. So. Okay. Reicht damit. Okay. Zack. Zack. Und jetzt, komm, Alex, hau du mal drauf oder Nancy. Oder mach ich das? Gott, wenn ihr nicht wollt. Gut, so, jetzt sind wir da. Und ich hoffe, er kann uns jetzt eine tolle Botschaft bringen. Also laut Komplettlösung sollte ich hier hin. Hier schon wieder? Wo ist dieser... Still, der Meister wird euch empfangen. Oh, ja, das sieht aber schon ein bisschen mitgenommen aus, ne? Der Weg zu Luna führt an mir vorbei. Ranul, seinem Diener. Sag ich, der will uns jetzt bekämpfen. Adam Toferzes. Der Meister spricht in der Sprache der Götter. Soll ich übersetzen? Gut. So lasset euch prüfen, ob ihr auch den Mut besitzt, gegen das Ich anzutreten. So soll es sein. Okay. Na dann, viel Glück. Okay. Na dann. Also wir müssen uns erst beweisen, bevor der Alte mit uns spricht, wie es aussieht. Das ist ja schon wieder sehr, sehr merkwürdig, ne? Oh, ein Kürbis. Wie? Null. Okay. Dann gehen wir einfach weiter. Mit ihm hier? Ach, so ein Arschloch. Wir düsen einfach mal hier durch, ne? Den kann man nicht besiegen. Ist hier was? Mal kurz gucken. Da ist nicht so wirklich viel, ne? Ich denke mal, das ist einfach nur jetzt ein Irrgarten und ich hoffe, dass da nichts Wichtiges ist. Das hakt doch nicht fest, ja. Jetzt auch lang, sehe ich gerade. Okay, Steffi, rüber. Bisher sind wir, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Na, Nancy. Auch Nancy. Okay. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Wahrscheinlich kann ich die echt nur mit einem Zauber besiegen, aber ich glaube, dass da verzichten wir jetzt mal drauf. Das ist ja nur unnötig. Na, den können wir platt machen, wenn wir wollen. Ob das richtig ist. Ja, anscheinend nicht. Und weiter. Die kann man ja alle nicht besiegen hier. Hier lang? Mordergrütze. Ja, natürlich. Ich glaube, wir haben es geschafft. Schön. Oh, das sieht doch Boss aus. Es geht los. Wenn ihr es schafft, habt ihr wahren Mut bewiesen. Ach, guck mal an. Das sind ja... wir. Machen wir mal. Was? Anscheinend dürfen wir nicht zaubern. Oder darf ich nur gegen mich selbst kämpfen?
Ich kann gerade gar nicht treffen. Doch, kann ich. Sieht eigentlich ganz gut aus, ja. Wir verlieren gar keine Energie, kann das sein? Also aktuell verliere ich keine Energie. Ja, war doch gut. Ja, das werden wir schon schaffen, ne? Aber langsam nehmen sie auch Farbe an. Eben waren sie noch sehr durchsichtig. Doppelgänger ist erledigt. Stimmt ja nicht. Aber schön, dass es funktioniert. Immerhin. Okay, einer ist hinüber. Ja. Ha! Und der nächste ist weg. Nur noch Nancy. Ja, wahrscheinlich sind die so schwach gezeichnet, damit man es auch unterscheiden kann. Von den anderen.